Im Wasser. Eine Geschichte von und mit Kati Frenzel. Der Himmel ist voller Wolkenschrammen, die du nur als Spiegelung auf der glatten Oberfläche des Wassers siehst. Seit einer Stunde stehst du bis zum Kinn im See, atmest so flach, dass kein Kräuseln zu sehen ist, rührst dich nicht. Libellen und Mücken schwirren vorüber. Die Aufdringlicheren verscheuchst du mit einem Blinzeln, unerwartet ob deiner Reglosigkeit. Du spürst kleine Fischchen an dir vorbeischwimmen. Das hektische Schlagen ihrer Schwanzflossen, wenn sie dich berühren, unterschrecken, weil du doch kein Stein, keine Alge, kein ertrunkener Baumstamm bist. Vom bewaldeten Ufer aus hat dich eine Zeit lang ein Reh beäugt, ehe es vorsichtig am Ufer getrunken hat. Du konntest die flachen Wellen sehen, die sich um seine Nase bildeten, aber sie verloren sich, bevor sie dich erreichten. Du hattest nicht mit dieser Stille gerechnet. So weit draußen im See hörst du das leise Knacken der Bäume nicht, nicht das Rascheln kleinster Tiere im Unterholz, kaum das Surren der Insekten, wenn sie vorbeihuschen. Dafür spürst du das Wasser strömen. Vom Leben darin aufgerührt umspült es dich. Kältere und wärmere Ströme ziehen in der Tiefe um deine Knöchel. Das hattest du nicht gewusst, dass es in diesem See so viele Strömungen gibt, so viel Leben. Seit einer Stunde eins mehr und in ein paar Stunden wieder eins weniger. In ein paar Stunden, wenn die Kälte dich längst erschöpft hat, wenn deine Füße noch immer fest im Bodenschlamm stecken und du lieber hier im Wasser bleibst, als ihr Opfer zu werden und es doch irgendwie wirst, in ein paar Stunden, wenn sie oben an der Staumauer die Schleusen öffnen und dir das Wasser bis zum Scheitel steigt und du dich nicht mehr fragen musst, nie mehr, nichts mehr, in ein paar Stunden. Diese Geschichte entstand im Rahmen der Aktion Weltuntergang des Geschichtenkapsel-Podcastes.